Blockchain. Okay, hallo aus Hamburg, draußen geht gerade die Welt unter und ich habe keine Ahnung, ob ihr mich versteht. Aber ich probiere es einfach mal. Es geht heute um die Blockchain. Und zwar sind einige Leute der Ansicht, dass man sich auch in der Bildungswelt mit diesem Konzept beschäftigen sollte. Und zu denen zählt sich auch Lambert Heller. Und ich war kürzlich auf dem OER-Camp, wo er einen Einführungsvortrag zu dem Thema gehalten hat. Den habe ich euch aufgezeichnet. Es wackelt ein bisschen, es ist alles nicht ganz so professionell, aber auf den Inhalt kommt es an und den schaut euch bitte mal an. Ich will mal kurz erstmal mit einer Kritik des Ist-Zustandes des Internets anfangen. Also Blockchain wird ja oft in einem Atemzug genannt mit der Umwälzung des Webs Anfang der 90er Jahre, wo sozusagen das Internet auf eine ganz neue Stufe gehoben wurde. Damals ging es vor allem darum, dass man diese bisher etwas nerdmäßige Technik Internet überhaupt erstmal brauchbar gemacht hat. Man hatte auf einmal Browser, man konnte auf Links klicken und wenn man auf einen Link geklickt hat, hat sich im Browser irgendwas geöffnet, was von einem anderen Server kam. Das war so ein Durchbruch und schon so mindestens auf der Augenhöhe kann man den Durchbruch Blockchain auch sehen. Nur geht es diesmal bei dieser Revolution, die jetzt ansteht, die jetzt überhaupt erst kommt, um was anderes. Also man hat den Begriff Blockchain vielleicht mal gehört im Zusammenhang mit der Cyberwährung Bitcoin. Aber wie ich zeigen werde, oder das sollte mindestens klar werden nach dieser Session, ist es weit mehr damit möglich, als nur eine virtuelle Währung zu machen, wobei auch das für sich genommen schon ganz schön faszinierend und ganz schön abgefahren ist. Aber bevor ich damit einsteige, das positiv jetzt näher zu beschreiben, was Blockchain ist, möchte ich mal kurz das Internet, wie es heute läuft, kritisieren und auf die Defizite hinweisen, die wir auch alle kennen. Und zwar, ich würde sagen, das Internet ist wirklich reif für einen weiteren Umbruch, weil wir überall Server haben. Das ist eine auffällige Sache. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel meine Meinung zum Thema Blockchain irgendwo veröffentlichen will, naja, dann habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Also ich betreibe selbst einen Server oder miete mir Platz auf einem Server und hoste da meinen WordPress-Blog. Oder ich gehe zu so einem großen Diensteanbieter wie Facebook oder so und stelle das da rein. Und das ist in jeder Hinsicht sehr, sehr anfällig. Weil diese zentralen Server, also dieses Konzept, ich habe irgendwo einen Rechner stehen, da ist dann mein Inhalt drauf. Und unter dieser bestimmten Adresse kann man diesen Rechner dann erreichen und die Informationen abrufen. Ist also anfällig für Unfälle aller Art, also wenn in dem Rechenzentrum was kaputt geht oder an der Software was kaputt geht, ist die Information weg vom Fenster. B ist es so, dass Sie, und das, wenn man jetzt mal so an die jüngeren Ereignisse in der Türkei denkt, ist das sehr konkret, sehr anfällig für Zensur, also es ist sehr, sehr einfach, diese Art Informationen im Internet zugänglich zu machen, bewusst, also gezielt zu sabotieren. Es ist anfällig für Betrügereien aller Art. Und selbst wenn alles super läuft, selbst das mal vorausgesetzt oder so, bleibe ich eigentlich immer bei dieser schlechten Alternative. Entweder ich werde selbst zum WordPress-Kenner und installiere die Software, habe dafür einiges immerhin schon mal in eigener Kontrolle, oder aber ich mache es mir bequem. Also meine WordPress-Seite ist vor ein paar Wochen mal gehackt worden. Ich habe sie seitdem nicht wieder aufgesetzt. Ich habe einfach neben dem Beruf keine Zeit dazu und es ist mir zu anspruchsvoll gerade. Ganz konkretes Problem aus meinem Leben. Oder aber ich wende mich an irgendeinen Dienstleister, der das alles für mich macht und dann vertraue ich auf den. Also vertraue ich darauf, dass der meine Seite nicht manipuliert, sie nicht zensiert, nicht sein Geschäftsmodell verändert, nicht pleite geht, you name it. Ihr kennt die Probleme alle. Und letzten Endes hat die Geschichte gezeigt, lasst mich damit mal schließen, dann lassen wir mal das Negative beiseite. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass diese Geschäftsmodelle, die in diesem Internet, in diesem Modus entstehen, dazu führen, dass es einige große Anbieter gibt, die sich alles schnappen, so mehr oder weniger. Ja, also das ist hochproblematisch. Also wie Facebook, wie die Firmenpolitik von Facebook gegenüber Rechtsextremisten ist ein entscheidender Faktor darüber, wie die Öffentlichkeit in diesem Land gestaltet ist. Das wissen wir aus den Debatten der letzten Wochen und Monate. Das ist eigentlich komisch. Könnte man sich schon mal am Kopf kratzen. So, was ist die Alternative? Was ist der Umbruch? Achso, nein, noch eine negative Sache, um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Also angenommen, ich bin ein Forscher jetzt und möchte mal erklären, was ich herausgefunden habe über den Klimawandel. Naja, kommt ein Regierungswechsel und die neue Regierung sagt mal eben, nö, alle Informationen, die du da veröffentlicht hast, werden mal eben weggescrubbt. Ja? Dann muss man sehr aufwendige extra Maßnahmen machen, braucht man ein Internet-Archive, das die Seiten vorher gespeichert hat,
und so. Und die Leute müssen dann aber auch wissen, dass es das Internet Archive gibt und dahin navigieren, um das dann doch wieder dort zu finden. Das ist alles sehr anfällig und wirklich im Alltag. Das sind keine hypothetischen Probleme, sondern das ist wirklich der Alltag, dass es problematisch ist. So, vielleicht das einfachste Bild und die einfachste Sache, die man sich vorstellen kann zum Thema Blockchain, ist, dass es sich um eine verteilte Datenbank handelt. Das Interessante an dieser Datenbank ist, sie liegt wie in einem Peer-to-Peer-Netz. Kennen wir alle noch von früher. Das Peer-to-Peer-Netze sind ja wirklich überhaupt nichts Neues. Ne? Also die Dinger, so BitTorrent oder eMule, wo man sich dann früher da die Filme runtergezogen hat, oder, sind ja auch Peer-to-Peer-Netze. Die Idee hier ist, dass ich eine Datenbank habe, die auf vielen Rechnern gleichzeitig liegt, geteilt sozusagen, ja? Distributed. Und es ist sozusagen eine exakte Kopie der gleichen Datenbank auf jedem Rechner. Das führt erstmal dazu, dass diese Anfälligkeit beseitigt ist. Also es können im großen Maßstab Rechner ausfallen und irgendwelche Probleme sein mit diesen Rechnern. Oder Leute könnten versuchen, ihre Kopie der Datenbank zu manipulieren, macht aber nichts, weil diese Architektur sehr resistent ist. Denn überall ist die identische Kopie. Das kann man nicht mal so eben ohne weiteres manipulieren oder zum Wegfallen bringen. So. Und jetzt gibt es eine Besonderheit, dass das hätte man bis zu einem gewissen Grad von früheren Peer-to-Peer-Architekturen wie BitTorrent oder eMule oder solchen Sachen auch sagen können. Aber jetzt kommt etwas Neues, nämlich wir haben eine Datenbank, in die man auch Sachen reinschreiben kann. Ja, also wo ich massenhaft ständig neue strukturierte Informationen anfügen kann. Und trotzdem bleibt es dabei, die Datenbank ist manipulationssicher. Was einmal der Datenbank hinzugefügt worden ist, kann ich nicht wieder löschen. Und auch nicht manipulieren. Das ist sehr bemerkenswert. Wie das funktioniert, wie gesagt, die Details möchte ich euch ersparen. Aber man kann das erreichen, das ist möglich. Also was bisher immer vorausgesetzt hat, dass man irgendwo einen Website-Administrator oder Datenbank-Administrator hatte, auf den man sich verlassen muss oder der irgendwelchen Regeln folgt, wie er die Datenbank pflegt, das fällt weg. Sondern ich habe eine Datenbank, in die jeder alles reinschreiben kann. So. Und der Trick dabei ist ein bisschen, jetzt lasse ich das Technische mal weg, der Witz lässt sich eigentlich auf einer ökonomischen Ebene darstellen, in diese Datenbank etwas reinzuschreiben, was sich dann nachher nicht wieder löschen lässt, kostet etwas. Das ist letzten Endes der Trick. Und normalerweise reicht es, also ich kann sozusagen diese Kosten, die ich habe, um meine Daten reinzuschreiben in die Datenbank, abbilden, wie etwas, was ich kaufen kann für Geld, also eine virtuelle Währungseinheit wie Bitcoin. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich kann eine Blockchain aber auch so aufbauen, also so eine solche öffentliche verteilte Datenbank, dass ich dadurch, dass ich etwas Kapazität von meinem Rechner zur Verfügung stelle, zum Beispiel, mir als Gegenleistung das Recht erkaufe, etwas in diese Datenbank einzuschreiben. Also ich lasse meinen Rechner eine Zeit lang an oder gebe ihm Teil meiner Festplatte an dieses Netzwerk und im Gegenzug gibt mir das Netzwerk, also dieser Weltrechner, sag ich jetzt mal, ja, mir ein bisschen Recht zurück, dass ich ihn benutzen kann, zum Beispiel, um etwas festzuhalten in dieser Datenbank. Das wäre mal ein ganz vereinfachtes Bild. Das war Lambert und jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr? Blockchain? Revolution der Bildungswelt oder nur der nächste Hype? Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Bis demnächst!